So, meine Lieben, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal und gerade auch zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Fallout Shelter, ein schon etwas älteres Spiel, was ich Ewigkeiten auf Handy gespielt habe. Und auf Steam gibt es das jetzt gerade kostenfrei. Und ja, es gibt Besseres, als das einfach mal hier so reinzukloppen, ne? ich lasse mich überraschen, es ist eine Weile her. Überlebensmodus sehe ich gerade. Wichtiger Hinweis von Fallout Tech. Wir haben festgestellt, dass du an unserem härtesten und gefährlichsten sozialen Experiment teilnehmen willst. Dem Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist deine Welt tödlichen Gefahren ausgesetzt. Der Bedarf an Ressourcen ist größer und du kannst keine toten Bewohner reanimieren. Du hast diesen Weg einmal eingeschlagen, gibt es keinen Zurück mehr. Weil die Zeit für eine umfassende Psychologie-Gutachten nicht ausreicht, geht Volt-Technik davon aus, dass du im Vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist und dir sämtliche Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst sind. Viel Erfolg! Auch sehr. Das machen wir mal aus. Ja, ich gehe trotzdem blind rein. Wie gesagt, auf Handy schon eine ganze Weile gespielt und so weiter und so fort. Ich werde versuchen, alles natürlich zu erklären, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hier so eine Art Tutorial gibt. Wir erstellen erstmal unsere Vault. Glückwunsch! Vault-Tec hat dich zum Aufseher von Vault 658 ernannt. Ja, der Vault schützt die Leute vor Gefahren des Ödlandes. Als Aufseher musst du den Vault erweitern und erhalten, sowie für die Zufriedenheit und Sicherheit der Bewohner sorgen. Jo, ne? Machen wir. Jeder Raum benötigt ein Special-Attribut. Bewohner mit diesem Wert werden dort glücklich und produzieren zusätzliche Ressourcen. Vault-Technik vergibt tägliche Leistungsbewertung. Denk daran, du musst deine Bewohner glücklich machen und motivieren. Ja. Verbesserst du einen Raum, steigert effizient und... Habe ich jetzt nicht mehr lesen können. Ist aber auch klar. Willkommen in deinem neuen Vault-Aufseher. Es folgt eine kurze Vorstellung rundlang. Okay, dann brauche ich gar nicht viel erklären. Sondern, ja, lese einfach nur. Bauen wir zuerst einen Raum, klicke auf den Hammer-Symbol, um den Baumenü zu öffnen. Bewohner hier und so. Generator. Muss ich jetzt echt einen Generator zuerst bauen? Okay. Jetzt brauchen wir Bewohner, damit der Generator Energie erzeugt. Da ist er schon. Neue Bewohner sind an der Tür zum Vault aufgetaucht. Schauen wir uns die Statistiken eines Bewohners an. Klicke auf einen Bewohner, um seine Daten zu sehen. Zack. Da kannst du Special-Statistiken ansehen, um zu entscheiden, wo der Bewohner am besten eingesetzt wird. Ja. Um einen Bewohner zuzuweisen, klicke ihn an und halte die Maustaste gedrückt. Dann ziehe ihn in den Raum, versuche den Bewohner in den Generalraum zuzuweisen, den du gerade gebaut hast. Schwuppsdiwupps. Weise jetzt die zweite Person dem Generator zu. Zur Erinnerung klicke ihn an und halte die Maustaste. Ja. Und zwar folgendermaßen. Wir haben hier den Raum. Generator. Warum kann ich den nicht anklicken? Nützliche Tipps. Jetzt arbeiten die Bewohner und der Raum produziert Ressourcen. Klicke doppelt auf einen Raum, um die genauer anzuzeigen. Wenn du unbedingt mehr Ressourcen brauchst, kannst du den Tempo-Modus nutzen. Klicke auf Tempo-Button. Wo ist der Tempo-Button? Um das Tempo-Menü zu öffnen. Ach, hier. Ja, alles klar. Aktivieren. Okay. Sehr gut. Du hast den ersten Tempomodus abgeschlossen und Chromkorken gesammelt. Zack. So. Wir bauen einen zweiten Raum. Jetzt brauchen wir einen Diner. Was zu essen quasi. Okay. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir setzen den mal hier. Bauen wir einen weiteren Raum. Noch einen. Wasserbehandlung. Das sind die grundlegendsten Dinge, glaube ich, hier, ne? Kommt hier hin. Gut. Gute Arbeit. Hier hast du etwas Nahrung und Wasser für die Vault.
achte auf die Anzeigen und deinen Ressourcenbedarf im Auge zu behalten. Puh. Vielen Dank. Weitere Bewohner sind an der Tür zum Vault aufgetaucht. Jetzt kannst du die Grundlagen der Arbeit als Aufseher. Bau deine Vault aus und sorge dafür, dass die Bewohner am Leben bleiben und zufrieden sind. Gerne. So, was ich gerade erklären wollte, ist, du kannst hier auf das Gebäude klicken. Im Endeffekt ist es hier der Generator. Für mich ist es eine Art Kraftwerk. Ja, und hier ist ein S davor. Jeder Bewohner hat hier Special Sachen. Ne? Man sieht, wie voll diese Röhrchen sind. Für mich sehen die Dinger aus wie Reagenzröhrchen. So. Und umso voller die natürlich sind, desto mehr, heißt es, sind sie dafür geeignet. Das heißt, wenn ich hier so ein Kraftwerk habe mit S und ich suche mir jetzt hier jemanden, der, habt ihr gesehen, ganz wenig S hat, hier ein bisschen mehr, hier wieder ein bisschen weniger, hier noch ein bisschen weniger, hier sehr viel, dann kloppe ich die da rein, selbstverständlich. Und hier haben wir jetzt das Diner, das heißt, hier gibt es Lebensmittel. Das heißt, ich brauche ein A. So, A sieht hier ganz wenig aus. Du kannst Bewohner zur Erkundung ins Ödland schicken. Zieh Bewohner aus der Vault heraus und gib ihnen Vorräte. Ja, ist okay. Komme ich auch noch darauf zu? Wir brauchen jetzt erstmal ein A. Komm. Es wird definitiv besser. Es wird definitiv etwas besser. Ich nehme jetzt erstmal das, was wir haben. So. Oh, hier ist ein ganz großes A. Bewohner mit einem hohen Glück-Special-Wert sind erfolgreicher im Tempomodus und erhalten leichter Kronkorken-Boni nach Abschluss der... Ja, okay, danke schön für die Tipps. Was ich natürlich machen kann, ich kann diese Gebäude natürlich auch vergrößern. Hier sind es jetzt 250. Wir brauchen auf jeden Fall Lebensmittel. So, dann gehe ich jetzt hier hoch. Und jetzt produziert dieses Gebäude natürlich auch mehr Lebensmittel. Wasser. Wasser braucht P. Haben wir P? Oh, der ist gut. Mit P ist der gut. Der ist gut mit P. Hier ist auch nochmal ein A. Ich kann mir das definitiv nicht merken momentan. Ja, also da muss ich öfter nochmal wieder reingucken. So. Ich habe seine Ressourcen zu produzieren. Klick auf den Fallsymbol unten rechts. Ja, das weiß ich doch. So, jetzt ist hier unten schon was passiert. Was haben wir denn gemacht? Wir haben eine Mission erfüllt. Cool. Weise zwei Bewohner in den richtigen Raum zu. 25 Kronkorken gab es dafür. Erreiche eine höhere Stufe mit einem Bewohner. Schicke einen Bewohner ins Ödland, führe den Tempomodus erfolgreich in einem Raum durch. Zack, jetzt wird die Energie hier zugeschustert. Alles ist im grünen Bereich. Wunderbar. Tempomodus. Mach schon mal hier. Hat nicht geklappt? Wie jetzt? Unfälle können durch einen fehlgeschlagenen Tempomodus oder zufällig in einem Raum auftreten. Die Bewohner eines Raumes kümmern sich automatisch um die Unfallbekämpfung. Während des Unfallbekämpfung verlieren die Bewohner Gesundheit. Scheitern sie, breitet sich der Unfallherd nahegelegene Räume aus. Super. Klasse. So, was ist hier mit dem Tempomodus? Jawohl. Das hat funktioniert. Und wir können jetzt hier eine Mission abschließen und kriegen natürlich eine Belohnung dafür. Die holen wir uns sofort ab. Du hast soeben eine Lunchbox erhalten. Klicke auf das Lunchbox-Symbol im P-Boy-Menü. Eine Lunch öffnen, kaufen. Ja. Ach, ich würde das so gerne selbst erklären, ne? Das ist so irgendwie... Ja. Er greift so vor. So, hier gibt's Karten. Nahrung. Nahrung ist immer gut. Wir kriegen Klamotten. Kronkorken. Richtig wichtig. Und? Was ist das denn? Schrott. Okay. Und? Outfit. P plus 3. Das ist gut für die Räume.
Das ist wirklich gut für die Räume. P war hier. Ich könnte rein theoretisch. Was ist, hä? Was? Ihr steigt schon auf? Wow. Okay. Rüst dein Bruder eine Waffe aus. Das kriegen wir auch noch hin. Wir holen uns aber erstmal die Belohnung hier wieder. Das ist ja cool. Wow, da gibt's schon gleich eine Knarre. Da gibt's schon gleich eine Knarre. Ein Stimpack. Superkleber ist Schrott. Ja, okay. Kronkorken, wieder richtig wichtig. Und noch eine Knarre. Alter Schwede. Geht ja hier richtig, richtig gut los. Baue zusätzliche Lagerräume oder verbessere bestehende Lagerräume für mehr Lagerplatz. Ja. Das ist mir schon klar. So, jetzt haben wir hier das fertig. Die Skala ist noch voll. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder warte ich, bis es abbaut. Oder aber. Ja, ich verwerte es einfach. Ne? Also im Moment verwerte ich es, dann haben die zu tun. Dein Wort braucht mehr Bewohner. Weise der Barackenbewohner zu und warte ab, ob es zwischen ihnen funkt. Stimmt. Mann und Frau können hier natürlich. Der Wald ist voller Bewohner. Bauen mehr Baracken. Ja. Der Wald braucht mehr Bewohner. Ja. So, Energie passt auch. Das heißt, wir vergrößern jetzt hier erstmal. Bei männlichen und weiblichen Bewohnern in den Baracken besteht eine Chance, Babys zu. Ja. 250. Komm, wir verbessern. Und somit kann sie dann hier zumindest schon mal mit rein. Das ist schon mal gut. Ich bin gespannt. Ich kann mich daran erinnern, dass man nachher auch Missionen machen kann und es rockt richtig. Also definitiv. Ja. Aufgaben. Aufgaben. Schicke einen Bewohner ins Ödland. Sammel 50 Wasser. Rüste einen Bewohner mit einer Waffe aus. Das geht. Wir rüsten dich mit einer Waffe aus. 6 bis 8. Zack. Und da haben wir doch schon mal wieder einen Auftrag erledigt. Sammel 100 Nahrung. Okay. Wir sollen jemanden ins Ödland schicken. Wie sieht es denn mit Klamotten aus? Wir haben ja ein Labor. Kittel. Du bist doch hier. Warte mal, der Raum ist P. Du könntest doch P plus 3 kriegen. Zack. Somit kriegen wir definitiv viel, viel schneller Wasservorräte. So, das ist A. Ich glaube, für A haben wir nichts. Wir haben I plus 3. Was war I? War I hier schon Kraft? Nee. I war nachher, glaube ich, irgendwie Krankenstation oder sowas in der Art. Ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher. Hier stehen noch die ganzen Sachen. Was ist ein I? Ach so, kann ich noch nicht bauen. Also es wird hier hinten irgendwas sein, was nachher I betrifft. Ist auch wurscht. Hier ist schon mal wieder jemand mit C als etwas besserer Eigenschaft. Wir schicken dich mal hier rein. Du hast den letzten verfügbaren Platz für Bewohner im Boot benutzt. Bau mehr Baracken, um weitere Bewohner unterzubringen. Ja, ich habe aber nicht so viel Asche. So. Darum geht es ja irgendwo auch. Es ist ja alles schön und gut, aber. Wo ist denn jetzt unser Typ mit der Knarre hier. Pass auf, wir werden dich erstmal jetzt auf Erkundung schicken. Ich habe mir nichts weiter. Du nimmst kein Stimpack mit. Warum? Lauf einfach los. Du hast eine Knarre. Rüst deine Bewohner aus, bevor du sie losschickst, das Ödland zu erkunden. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Ja. Ist schon klar.
Baust du zwei oder drei Räume desselben Types nebeneinander, verbinden sie sich zu einem größeren. Ist auch gut. So. Das hab ich gemacht. Erreiche eine höhere Stufe mit einem Bewohner. Das dürfte auch kein Problem sein. Ich bin gespannt. Man kann den Typen aufrufen. Hier. Der läuft und läuft und läuft. Hier ist dann so Berichterstattung. Und hier unten steht dann das, was er findet. So, und ich kann selber entscheiden, wie lange er läuft. Und er kommt dann irgendwann zurück. Was ich glaube, ich beachten muss, ist, dass so lange wie er in die eine Richtung rennt, so lange wird er dann beim Rückruf auch in die andere Richtung rennen. Also von daher... So, jetzt schauen wir mal. Wir haben 161. Momentan läuft alles. Es läuft alles wunderbar. Der Anfang ist geschaffen. Hier kommen auch peu à peu Leute. Das finde ich gut. Ah. A ist hier. Das ist auch gut. Essen... Wie gesagt, die drei grundlegendsten Sachen müssen, die müssen stehen. Alles andere kommt danach. Oh, die beiden haben sich lieb. Die beiden haben sich lieb und die gehen jetzt mal ganz kurz. Soll ich raus scrollen oder rein scrollen? Die gehen mal ganz kurz sich besprechen. Die erzählen sich Witze. So. Das ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Hier läuft soweit alles. Ich würde den noch eventuell... Soll ich den größer? Soll ich den größer machen oder noch einen zweiten hinten ran? Ich packe mal einen Diner hier einfach hinten ran. So, das sind jetzt noch 36. Das heißt, ich kann dich hier erstmal reinpacken. Oh Gott, ich soll mehr Baracken bauen. Okay, sorry. Das heißt aber, ich kann dich... Ich zieh dich hier jetzt erstmal rein. Dann kannst du ein bisschen was tun. Oh Gott, was willst du denn da unten? Hallo. Ich glaube, ich habe ihr den Auftrag schon gegeben. So, sie läuft durch. Okay. So. Wie sieht es denn hier aus mit unserem... Er hat noch gar nichts gefunden. Okay. Ist auch erst 3 Minuten unterwegs. Ja, dann lassen wir ein bisschen laufen. Hier ist schon mal wieder jemand gekommen mit P als Special. P ist, das ist S und P. P ist Wasser, das ist schon mal gut. Tja, und dann schauen wir einfach mal. Energie ist wieder voll. Die beiden verstehen sich hier oben auch. Das heißt, vielleicht passiert da zwischen den beiden auch was. Dann hätten wir schon wieder zwei schwangere Frauen. Ja. Ich würde sagen, das soll es erstmal für die erste Aufgabe gewesen sein. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ja, sei mit dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut und ja, lass einen Kommentar unten. Ne? Daumen nach oben, wie auch immer. Wird bestimmt spaßig. Bis dann. Tschüss.